Hallo Leute, willkommen zurück zu DuckTales 1 fürs NES. Wir sind zurück zum Together, ich und der Let's Play Ardo. Hallo. Halli, hallöchen, liebe Freunde. Wir schlagen uns wieder durch die Welten von DuckTales. Und was steht jetzt an? Genau. Wo jetzt steht African Mines an. Genau, die afrikanischen Wildminen. Wir kriegen einen Kristall für 1 Million wert, wenn wir es schaffen, hier durchzukommen. Auf geht's. Im letzten Part haben wir es doch eigentlich ganz, ganz gut hinbekommen. Ich hätte es jetzt nicht so gedacht, dass wir das in... Ich auch nicht. Ganz jetzt 2 Millionen so schnell verdienen. Wir haben uns das auch schon geteilt, ne? Ja. Wir waren schon ordentlich Eis. Wir haben die ganze Eisdiele aufgekauft. Das ist Tick. Ja. Tick sagt, wir brauchen einen Schlüssel und den müssen wir natürlich erstmal finden. Und er befindet sich in einer bekannten Welt, nämlich der Transylvania. Oh, du Scheiße, jetzt bin ich da. Jo, wir werden hiervon nicht verschont. Aber den da möchte ich doch töten. Nein, lassen wir ihn leben. Lass ihn leben. Besser ist das. Jetzt können wir nämlich in den Spiegel. Genau. Er weiß schon, wo der Schlüssel ist. Ich weiß, wo der ist. Da ist er. Eureka ist übrigens eine Stadt in Amerika und ein Ausruf von Freude. Ja, ach so. Eureka, kennst du ja? Ja, klar. Und Heureka heißt es eigentlich. Wenn du so Heureka sagst, du ja, wenn du was Tolles gefunden hast. Das habe ich aber, falls es irgendjemand interessiert, aus Cosmo und Wanda. Wenn Elfen helfen oder so. Ach so, ah, okay. Ich weiß, was du meinst. Hier Cosmo sind. Wanda, die Elfen. Ja. Egal. Wir sind bei DuckTales und. Richtig. Unsichtbare Kisten. Genau, die werden auch noch häufiger kommen. Wir nehmen natürlich einen speziellen Weg, der uns das Ganze angenehmer erscheinen lässt. Wir könnten jetzt rechts gehen, das machen wir auch mal. Einzig darum, dass wir mal einen Charakter sehen, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Oh, mal gucken, ob ich den kenne. Und das ist diese hier. Das ist, ich gucke jetzt mal nicht im Internet, das ist die gute... Ich weiß nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Hausmädchen oder sowas. Ja, ja, ja. Die da immer sauber macht und auf die Kinder da aufpasst. Trick, Tick, Trick und Track. Ja, das ist die Tante von Niki. Sie heißt Bertha? Nee. Ach, Frieda. Das ist Frieda, die Hausfrau. Frieda. Ich habe gerade gemerkt, dass ich dich nicht auf Vollbildmodus hatte, sondern auf Skype. Denn jetzt habe ich auch voll alles. Aber weißt du, was geil ist? Die füllt uns unsere ganzen Herzen wieder auf. Auch die Frieda ist immer nett. Ja, auch hier. Und weißt du, was hier drin ist? Ich nicht. Aber jetzt. Ein Leben, oder? Ja. 2 Leben haben wir wieder. Wo das es im letzten Part echt knapp war mit 0 Leben, haben wir jetzt wieder 2 Stück. Und die Level sind ja... Ich weiß nicht, ist es von Amazon bis zum Mond schwerer? Oder? Ja, also ich habe so das Gefühl, die sind in etwa ähnlich schwer. Okay. Ja gut, der Mond ist ja ein bisschen schwerer. Wenn du überall anfangen kannst. Richtig. Achtung, das ist jetzt echt tricky und ich habe es mir gerade vermasselt, ich Depp. Na gut. Wir machen es so, dass ich mich erst verletze und dann den Lohn dafür bekomme. So. okay. Ja, nennen. Ich habe alles vermasselt, also. Ich habe es gesehen. Aber warum? Ja, ich kann mich töten. Nicht töten. Ich muss mich töten. Warum? Brauchst du das, was du eben machst? Ja, weil es da eine besondere Sache gibt, die ich unbedingt haben muss. Und weh, es ist nur ein Leben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Oh man. Na gut. Gut, was wäre das Let's Play ohne Risiko? Ja. Wehe, das ist nur ein Leben. Dann gibt's aber... Ja, es ist halt fies, wenn du da alle Kisten aktiviert, deswegen meinte ich ja, hier tauchen welche auf, dann ist es eben so, dass du bestimmte Sachen eben nicht mehr einsammeln kannst. Mhm. Und ich meine, das wäre nochmal was ganz Interessantes, was man sich auf jeden Fall mitnehmen müsste, aber mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob das noch da ist. Nee, ist nicht mehr da. Und ich habe mich umsonst getötet. Na, wunderbar. Ich hoffe einfach mal, dass es ein Leben war. Das wird schon. Toll. Jetzt bin ich gestorben ohne Grund. Gut.
schaffen wir trotzdem. Oh mein Gott, eine Ente. Was super schwer war auf dem Gameboy damals, dass diese Enten nicht dann rauskamen, wenn man gesprungen ist. Das war super mega fies. Hier kommen sie irgendwie immer dann, wenn man springt. Und man trifft sie dadurch immer, auf dem Gameboy nicht. Deswegen war das auf dem Gameboy irgendwie die schwerste Stelle im ganzen Spiel. Nein, diese doofe Ente. Ente? Toll. Und ich rede noch davon, dass das so einfach hier ist. Pustekuchen. Schweres Spiel. Schweres, schweres Spiel. Also ich möchte nicht sterben. Einmal habe ich mich umsonst getötet. Und der andere habe ich... Also das erste war ein Freitod, ja? Da habe ich Suizid begangen. Beim zweiten? Da wurde ich übelst gemobbt vom Frosch, der hinter mir kommt. Sowohl mit da lang. Ich hoffe einfach mal, dass wir es jetzt schaffen, weil sonst ist Puste Ende im Gelände. Jetzt können wir nicht mehr pusten. Genau. Ich werde jetzt auch... Achtung, ich... Boah, ich muss es schaffen. Da siehst du, der kommt schön raus. Ich werde jetzt auch mich nicht nochmal treffen lassen. Oh Gott, ja. Das war echt knapp. Das war sehr knapp. Hey, was ist das denn? Hast du gesehen, wie die nicht getroffen wurde? Hast du gesehen, wie die sich nicht bewegt? Hallo! Da ist sie. Nein! Ja, du kommst du heimgezahlt, ey. Ja. So, boah. Also ich hab grad... Ja, wir haben das Checkpoint, genau. Das uns aber nichts bringt, oder? Nee, aber da könnten wir uns jetzt zurückbringen und dann wären alle Leben wieder da und sowas. Alle Schatztruhen, die ich eben nicht mehr nehmen konnte, dann sind sie wieder da. Das möchte ich jetzt irgendwie nicht ausprobieren. Ich hoffe mal, dass da kein wertvolles Item war. Aber dann kriegen wir auch die Leben zurück, ne? Ja, natürlich das auch. Deswegen ist das manchmal sinnvoll. Hier ist jetzt die Rikscha-Fahrt mit der Gondel. Ich muss mich ducken im richtigen Moment und springen im richtigen Moment. Und ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme. Weil sonst stürzen wir ab. Das ist nicht gut. Boah, ganz knapp. Oh Gott. Ich dachte schon, ich wäre falsch geflogen oder sowas. Ich wollte gerade sagen, ob das Ding ein bisschen... So. Flag, weil das hängt da oben auf dem Fest. Ja, ein bisschen schon. Ich werde ganz für ein Leben. Ich auch, aber sowas von. Also ich brauche dringend, hoffentlich in dieser Kiste, nehme ich nur ein Kristall. Das ist einer von den Panzerknackern. Ich weiß jetzt nicht, ob die Panzerknacker verschiedene Namen haben. Ich gucke mal. Ich wüsste es nicht. Aber die sehen, glaube ich, alle gleich aus von den Panzerknackern. Jetzt hat sich das da hochgeglitscht. Das wollte ich nämlich gerade verhindern. Hier ist, wie heißt die? Die gehört ja nicht zu Trick und Track da. Das ist Niki, das ist die Neffin von Frieda, die uns die Herzen aufgefüllt hat. Ah, guck mal hier, Freiflug, Arno. Okay. Oh. Ach, muss und voll fies, du musst hier nämlich mit deinem Stock runterkommen. Weil sonst bist du... Ja, genau. Oh, hast du aber gut hinbekommen. Die Panzerknacker haben irgendwie keinen bestimmten Namen. Die aber heißen einfach so. Aber ich glaube, die nennen sich irgendwie untereinander komisch. Hey, du hast gewusst, dass da was ist? Ja. In der ersten Spalte nicht, aber in der zweiten gab es einen Kristall. Und das war nochmal der Kuchen, der uns alles aufgefüllt hat. Somit sind wir nochmal gut ausgerüstet. Schnell weg vor der Fledermaus. Und weißt du, was jetzt kommt? Der Endboss. Genau. Oh Gott, ist der Raum klein. Oh mein Gott, was bist du denn für ein... Das ist ein Ball, der rumfliegt. Ja, und der mich verletzen möchte. Den ich auch nur treffen kann, wenn ich unten bin. Und ich muss halt im richtigen Moment ausweichen, weil sonst werde ich eventuell getroffen. Zum Beispiel da habe ich nicht geschaltet. Okay. Aber wir haben es geschafft. Das sah aus, als ob du es geschafft hast, wirklich. Ich bin tot! Nein! Ich bin tot! Er ist auch tot! Wir sind alle tot! Nee, ne? Was ist das? Nee. Ja, Leute. So schnell kann man Game Over gehen in diesem Spiel. Ich wollte es verhindern, es ist mir nicht gelungen. Schade. Tja. Wirklich, dann sind wir uns erst wieder dann, wenn wir es soweit geschafft haben. Wenn wir es geschafft haben, wir kommen wieder. Keine Frage. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, nochmal auf Zwischenstationen. Ich möchte versuchen, das wieder zu holen, weswegen ich schon mal gestorben bin und was im Endeffekt meinen Freitod verursacht hat. So. Wir werden versuchen, da hochzukommen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. Mhm.
Dann muss man nämlich so machen, genau, und dann kommt man hier hinten. Mal gucken, was ist. Es ist ein Leben. Ey, im Ernst, man kann da hochspringen. Ja. Man kann hier echt hochspringen und super, ich lass mich von der Pflanze mein Ohr abbeißen. Klasse. Ja, man kann, also es gibt überall Geheimnisse in dieser Welt. Das ist gut. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal hiervon noch. Was soll's. Wir sind doch die Meister, ey. Das sind die. Außerdem, wir sind fast am Ende. Da fehlt nicht mehr viel. Da rushen wir jetzt einfach mal durch. Wir tun so, als ob wir die Mega Mans wären. Ey, das. Jetzt ist die Fledermaus gestorben, natürlich. Quack. Ja, ich habe mich eben wirklich gewundert, warum die nicht gestorben ist. So, aber wir warten. Madden macht es ganz gut. Madden macht es ganz gut. Ja. Wir müssen da jetzt nur rauskommen. So. Jetzt sind wir nämlich schon wieder. Die und Chuck umgebracht. Die waren noch mit uns dabei. Stimmt, die haben wir alle umgebracht. Krass. Böse wir sind. Ey, da oben, dass du dein Leben aufhübst. Warte mal, in der Kiste hinterm Panzerknacker ist ein Leben. Oh, wirklich? Mhm. Macht man so. Die glitscht da rein, hey. So shit. Na gut, wir bekommen bestimmt noch ein Leben. Ist sogar noch weiter weg, als ich dachte. Ich hatte das jetzt nicht mehr so weit in Erinnerung. Ja, gut, aber... Doink! Okay. Ja, wir haben es gut gemacht. Ja. Du, besser gesagt. Ich bin hier eigentlich nur fürs Kommentieren da. Ja, und der moralische Beistand. In Fällen des Game Overs. Das war traurig. Ja, ja. Vor allem, ich hatte ihn besiegt, ne? Ich hab's gesehen. Er war tot, ich war tot. Was so alte Spiele, die gehen dann immer drauf, dass man beide stirbt. Mhm. Okay, ich muss da, siehst du, da muss ich immer so antäuschen, als ob ich über den springe, falls er dann wirklich in meine Richtung kommt. Weil man nicht weiß, in welche Richtung der geht. Ey, der hat sich getroffen aus irgendeinem Grund. Mhm. So. Genau. Und das war's schon. Das ist eigentlich schon machbar. Ich hab's nur eben nicht geschafft. Ey, wir haben den. Oh, wir haben die. Ein Medaillon oder. Genau, ein Kristall bekommen. Der Kristall. Ja, gut, in den afrikanischen Minen ist es eher ein Kristall drin. Richtig. Jetzt haben wir echt lang für diese Welt gebraucht. Wo wir im letzten Part 2 geschafft haben, sind wir jetzt erst hier. Ja, da sind Tick, Tick und Track. Trick ist gar nicht dabei. Das sind irgendwie zwei grüne Enten. Ja, deswegen Tick, Tick und. Also Tick, nicht Tick. Tick. Zweimal Dick. Double Tick. Wir gehen noch in die Himalayas. Eine schöne Welt. Oh, Häschen im. Genau, Häschen in Himalaya. Also ich hätte Lamas da erwartet, aber nicht. Die Besonderheit ist in dieser Welt, man darf nicht mit dem Stock sich eingraben, weil man sonst eben sich nicht mehr bewegen kann. Das heißt, du musst jetzt ohne Stock alles machen? Ja, zumindest kurz. Also ich darf auf Gegner mit Stock, aber ich muss dann halt aufhören im richtigen Moment, damit ich mich nicht eingrabe. Das ist natürlich blöd. Aber das sollte machbar sein. Vielleicht auch nicht, vor allem wenn diese da. Gegner kommen. Was du erwartest? Ein, Ziegenbock. Genau, Ziegenbock. Noch einer. Also ich hätte da eher Lamas erwartet. Ja, das wäre auch was. Nein, Lamas sind ja vom Himalaya-Dingens ganz weit unten. Mein Gott, wie lang geht es? Ich habe mich erstmal ganz runterfallen lassen, weil es hier noch speziell Sachen gibt. Wie zum Beispiel die Spinne, aber die Spinne ist natürlich nicht deswegen bin ich hier, sondern ich möchte natürlich ein besonderes Item hier abschrauben. Zack. Buba ist gefangen im Eis, hilf ihm! Buba ist der Höhlenmensch. Oh Gott. Den die mal durch eine Zeitmaschine geholt haben. Also ich bin kurz vorm Sterben, ne? Ich seh's. Gut, hoffentlich bekomme ich irgendwie Leben. Ich habe mir das jetzt hier hingetan, damit ich hier drauf, weil da drauf kann springen. Auf allen anderen kann ich wieder nicht springen. Und wir holen ihn. Wer ist das? Es ist ein Höhlenmensch. Also eine Höhlenente und die haben den mit einer Zeitmaschine damals geholt. Krass. Was bekommen wir hier Schönes? Ein Herz. Oh, noch ein Herz extra. Ja. Wir haben 5 Herzen. Jetzt haben wir 5 Stück. Und 3 Leben. Die wir hoffentlich behalten werden. Aber natürlich 5 Herzen, ne? Damit kann man arbeiten. Damit kann man richtig gut arbeiten. Jetzt müssen wir uns diese Kristalle hier, oder besser die Zacken immer so wegtun. Mhm.
Jo, da hat sich der Ausflug ja gelohnt, nochmal hier runter zu gehen. Auf jeden Fall. Wir haben Muba getroffen und wir haben ein Herz bekommen. So, was wir jetzt... Muba redet halt auch so, ne? Ich wusste gar nicht, dass die Zeitmaschine erfunden haben. Ich bin mir nicht sicher, wie das war, aber... Oder der war in Eis... Ah, vielleicht ist es eine... Ich glaube, der war auch so in einem Eisding drin und die haben den dann rausgeholt. Ah, hier ist er wieder. Checkt man schon. Weißt du, es gibt ja... So wie mit diesen Mammuts in... Wo wurden letztens vor ein paar Jahren Mammuts mal im Eis gefunden? Das weiß ich nicht. Das ist Ewigkeiten, ne? So haben wir halt da, dass der, glaube ich, auch mit einem Mammut im Eis gefangen war. Und das Mammutvieh war sowas wie sein Hund. Ach so, krass. Das war beste Freunde. Aber das ist ehrlich zu lang her, mich noch genau daran zu erinnern. Interessante Idee, ne? Da müssen die sich ja echt tief in die Trickkiste gegriffen haben. Hier müsste übrigens irgendwo ein Kuchen sein, den man essen kann. Kuchen. Wo ist er? Da. Ist zumindest ein kleiner Kuchen. Das ist schön. Oh! Wer den Kuchen nicht ehrt, ist die Torte nicht wert, was? Richtig. Und wer den Brösel verschmäht, der den Dank nicht sät oder sowas. Oh Gott. Gut. So eine Plattform. War jetzt nicht gut, oder? Doch, das war okay. Hier ist ein Kuchen. Der füllt uns nochmal alles auf. Und da ist die Plattform. Also alles im grünen Bereich. Zum Endboss. Oh Gott, haben wir das gut gemacht. Ah, und das, wenn wir den schaffen, was zur Hölle ist das? Ich weiß es nicht. Aber gut, dass wir 5 Dinger haben. Boah, ich habe 2 Leben auf einmal abgezogen bekommen. Überleg mal, ich wäre schon tot, hätten wir nicht diese Zusatzleben. Aber sieht. Ah, und perfekt zum Partende, oder? Jetzt haben wir eine Krone bekommen. Das sieht so richtig. Also früher sah es immer so aus wie ein Kürbis, aber du hast recht, es ist eine Krone. Die goldene Kürbis. Der Mega-Kürbis. Ja. Vitaminreich. Yeah, das war's, genau. Jetzt haben wir nochmal die Abrechnung. Und damit ist unsere Millionen... Sollt nochmal erfüllt. Jetzt haben wir schon 2 Millionen, die wir an jeden verteilen können. Das ist doch haarscharf geil. Das ist richtig geil. Jetzt kommen wir zum Mond, aber erst im nächsten Part. Erst im nächsten Part gehen wir auf den Mond mit den DuckTales. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre schön, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Ja, und dann sage ich Playman tschüss und der Let's Player Ado. Ich sage auch tschüss. Sagt ebenfalls tschüss. Also, bis dann, Leute. Und tschüss. Ciao. Ciao.